Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Halloween-Special. Wir haben ja gestern so ein bisschen schon gezeigt von dem Hexenhaus, das Haunted House da hinten, der Baumhaus, feiner Deutsch, ach Anni, ernsthaft. Und jetzt waren wir gerade im Hotel Transsilvanien hier von Tolania, die uns das alles gerade erklärt hier. Huch, jetzt bin ich zu weit gegangen. Würde ich sagen, wenn man gefrühstückt hat, gehen wir mal zum Familienzentrum, ne? Ach, hier kann man gleich von dem Haus zum anderen. Das ist ja geil. Okay. Kuchen! Natürlich soll das ja auch ein kleines Erholungsgebiet sein, ne? Ja, für mich Wie das ist für das einen Freizeitpark hier. sich gehört. Ich bleib hier. Ja, hier Nom, oben nom, könnt ihr nom. euch dann auch nochmal hinsetzen, frühstücken, essen. Ah, kick mal, hier produziert McDonald's auch schon wieder. Läuft bei denen. Ja. Meinst du, was die Leute hier täglich verspachteln? Weiß ich nicht, aber wenn ich hier bin, geht das pleite, sag ich dir gleich. Weil ich bin der einzige Gast. Da hat man auch einen schönen Ausblick auf den Kürbis da hinten. Ja, der ist sehr schön, der Kürbis. Der ist sowieso sehr schön. Schön groß. Jessie. Jessie. Nochmal ein Tiefer. Ey, hier kommen wir direkt mit dem Empfang raus. Ich weiß jetzt auch nicht, irgendwie sind die ganzen Bewohner abgehauen. Vielleicht wurden sie auch schon alle aufgefressen. Ah, man weiß es nicht. Ist ja wie bei mir da, alle despawnen. Oder Ja, die. einer, der lag ja vorhin schon im Bett. Ich glaube, die machen immer so schnell Feierabend, ne? Ja, ist ja eine schön faule Bagage hier, muss ich sagen. Was natürlich wichtig ist, von allen Seiten erreichbar, ne? Ja. So. Jessie. Jessie. Und es ist ein unheimlicher Mord hier passiert, ne? Was, wie, wer, wo, wann? Ein unheimlicher Mord. Ich hab Ja, gerade mit. das sieht man. Ich hab gerade mit Jessie geknutscht. Ein Handelsvertreter von der Telekom kam vorbei. Das Einzige, was übergeblieben ist, sind seine Lamas gewesen. Ich wusste ja nie, dass du die reiten kannst. Das ist ja geil. Das war meine Jetzt mache Ausbildung. ich mir Sorgen. Er reitet Lamas. Karl, das tötet Menschen. Oh, das wusste ich nicht. Entschuldigung, weil ich die Maus gerade verrissen habe, aber wenn ich lache. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal zum Turm hoch, oder? Okay. Leider ist der Turm noch nicht ganz fertig gestellt. Manche Zwischenebenen, Ja, das manche zeige ich euch Schnittstellen, gleich, liebe Zuschauer. Zugriffsrohre wurden einfach mal die Bauarbeiten eingestellt. Richtig, liebe Zuschauer, weil dieses Areal ist ja hier grenzenlos und wir haben ja nicht nur einmal im Jahr Halloween, ne? Also, doch, wir haben einmal im Jahr Halloween, aber ich meine nicht einmal im Leben. Hier Humpty und Dumpty. Humpty und Dumpty. Oh, hier ist ein Buch. Moment. Wie nehme ich denn das jetzt auf? Scheiße. Jetzt. So, Besucherzentrum, Halloween Town. Wir dürfen Sie recht herzlich in unserem Besucherzentrum in der Gruselstadt Halloween Town begrüßen. Diese gespenstische Stadt entstand in einem Gemeinschaftsprojekt von Paragora-Ani, Tolangral, Trubess und True Engel. Die Aufpassen, bissig. vier haben, um genau zu sein, einen Monat gebraucht, um dieses gespenstische Gebäude mit Liebe zum Detail zu erstellen. Ja, es kam natürlich auch durch den engen Platz auch mal zu Unstimmigkeiten, aber das gehört nun mal dazu. Das Entstehen dieser bis jetzt noch kleinen Stadt dauerte einen Monat und ist noch lange nicht beendet. Denn der Fantasie ist ja bekanntlich keine Grenzen gesetzt. Wir haben nicht die Anzahl der Baustoffe gezählt, die bis dato verwendet worden sind. Es waren aber sehr viele. Wir hoffen, dass Ihnen der Aufenthalt gefällt und schauen Sie sich immer vorsichtig um, denn man weiß nie, wer Ihnen erscheint. Benutzen Sie doch bitte auch die Etagen dieses Aussichtsturms und schauen sich gerne um. Viel Spaß, Ihr Halloween Town Team, Infoteam.
Ja. Ich glaube, der ist böse mit mir. Ja, du musst ja auch nicht alles hier verprügeln, was man aufgebaut hat. Wo seid ihr denn schon? Oben? Ja, zweite Etage. Erste Etage war nix. Da wurden die Bauarbeiter umgebracht. Oh! Hallo! Hallo! Ja, du bist ja ein Da Feiner! will ich nur da unten bleiben, der mag dich nicht. Hallo! Na, Schnecki? Ich bleib schon mal oben hier. Wir sind jetzt beste Freunde. Ja, so eine kleine Winterlandschaft. Oh, Hier kann man schön. sogar Schlittschuh laufen. Geil, warte. Anlauf, yay! Das habe ich früher als Kind immer ja gemacht, wenn das geschneit hat und gefroren hat, dann yay! Eisschlittern, ne? Ja. Yay! Okay. Tschüss, Schnucki. Da ist die Putzfrau gestorben. Hier war es Hier ist die der Putzfrau Praktikant. gestorben. Hier ist der Praktikant gestorben. Hier ist der Hier ist das Bauleiter Aquarium. gestorben. Hier ist die Oma gestorben. Ja. Ja, hier ist das Aquarium. Ja, hier ist ein bisschen scheiße mit den Glassteinen, weil man sieht hier nicht richtig. Er kennt es eigentlich ziemlich ganz gut hier. Ich muss ganz nah rangehen, dass ich hier sind denn alle Fische drinne. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Jessie, Alter, ernsthaft? Das kannst du mit mir doch nicht machen, Mensch. Ich bin doch schon alt. Ja, dann haben wir Lecker den neuen Geist Kuchen. hier. Warte mal, geht mal weiter. Ich knutsch mal eine Runde mit Jessie. Beweisaufnahmen wurden gemacht. So, Schneckchen. War wieder schön. So, weiter. Hier So. ist natürlich noch mal ein weiteres Besucherzentrum. Oh, Hier ist geil. Ei, und Kuchen. Und Kekse. Oh, Jessie, du hast dich hier auch vergnügt. Kekse. Ich nehme deine Kekse, Jessie. Alle meine. hier kann man dann mal schön den Ausblick genießen über Halloween Town. Wo, wie, wann, wer, wo, wann, wo Ja, bist du hier, denn? weil an den Bänken. Ach, das ist ja auch cool. Das sieht aus von dem Grün her, das ist so wie Tannenbänke. Das ist ja geil. Ich bin in die Torte gefallen. Soll ich dich abschlecken? Leckt mich ab. Das Schöne ist, wenn man hier nach unten guckt, sieht man immer noch dein Aquarium. Ja, stimmt. Das siehst du ja mit den Steinen besser als mit denen. Ach, egal. Ah, die Fische siehst du nicht, wa? Doch, das Ach ist doch, da hier. hinten. Hallo? Also das Grüne hier ist ja geil. Was sind denn das für Steine? Steine, wo man nicht draufkommt. Moment. Ja, das ist eine Mauer, da kannst du nicht drauf. Das ist Prismarin. Ah, okay, weil das sieht aus wie. Prismarinmauer. Das passt so, als ob das ist hier so wie so eine, zu Weihnachten und das könnte Tanne sein hier. Ist ja Hier habe ich geil. Prismarin benutzt. Jetzt kommen wir natürlich noch zu einer ganz kleinen Attraktion. Okay. Bild könnt ihr ja lesen, ne? Spring, du Feigling. Warte, ich springe. Pass auf. Ach nee. Jessie. Es war schön mit dir. Okay, Freunde, das hat mich gefreut. War schön mit euch. Tschüss. Geronimo! Ey, das erste Mal, wo ich hier auf den Turm war, da hat der mir nichts gesagt, dieser Sack. Und ich lauf und lauf, auf immer falle ich hier runter. Und ich hab das Problem durch meine Agoraphobie, dass ich das nicht unterscheiden kann durch virtuell und echt. Und ich fall da voll mit runter und fühlt sich an, als ob ich in einer Loopingbahn drinne bin. Ne, Tolania, wo ich dann zu dir gesagt habe, du Sau, kannst mir mal Bescheid sagen, dass hier was ist? Ja, dann würde ich sagen, David, wir kommen gerade zu deinem Haus hier, ne? Richtig, David. Hab da nicht viel zu sagen. Also, Aber wer das macht denn die Türen hier immer zu, ey? Ah, das sind bestimmt die Bewohner, die hier rumrennen. Ja, die Parkmitarbeiter. Ey! Ja, das ist das Problem. Wir sind ja jetzt, ne? Das sind Monster.
Geil. Ich finde das so geil hier, diese Kinderbahn finde ich so geil. Dein Ernst? Hatten wir nicht gesagt gehabt, das Parkpersonal sollte die Pfeile austauschen gegen Spielzeugpfeile? Sag mal, hallo, jetzt das mal auf mich anzuschauen. Aua! Ich hab die Kassiererin gefunden, die wurde wohl schon Alter, ernsthaft? Die habe ich gestern weggeräumt. Sie hat schon ziemlich gerochen. Das ist meine Abwehr zum Beispiel. Warte, ich komme. Aua! Du siehst geil aus, David! Voller Pfeile! Ja. Halbe Nagel draus. Du nicht. So. Hier sieht man halt nur, dass jemand ermordet worden ist. Genau, da lag die Kassiererin, sorry. Ich hab's noch nicht weggewischt. Und wer ist der Mörder? Ich frag nur für einen Freund. Das Ding da unten. Der es weggewischt hat. Der hier oben ist der Mörder. Ah, die zwei hier oben. Warte, ich bewerf den mit meinen Kartoffeln. Boah, das gilt ja immer noch, der wie geil. Ja, ne? Okay. Ich hab noch ein paar Leichen nachgeschmissen, damit das auch schön ordentlich brennt. Ja! Super, mal ehrlich, ich komme mal hier gerade vor. Warum stehe ich hier eigentlich am dichtesten am Ofen? Ich frage nur für einen Freund, ich komme mal vor wie bei Hänsel und Gretel. Also. Leute, auf sie. Dein Ernst. Ja, aber hast hier echt klasse gemacht, David. Ja, das ist eine sehr schöne Haus. Das habe ich aber von Anfang an gesagt. Aber was macht ihr hier eigentlich? Sit-in oder was? Ich frage nur. Ja. Mann. Ah, das hast du wirklich sehr schön gemacht, David. Ich stopfe mir mal eine Halloween-Kippe. Ey, sag mal, hörst du mal auf mich zu beschießen hier, du Penner? Mann. Brenne, du Hexe, brenne! Brenne! Würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Friedhof. Aber schon langsam Gase? Ja. So, Hexenverbrennung haben wir auch schon hinter uns. Vatulania, läuft bei dir. Richtig. Du hast so einen komischen Geruch gerade an dir. Ein bisschen müffelter, gell? Warte mal, Moment, bevor wir hier weitergehen, das haben wir noch ganz vergessen. Wir müssen ja erstmal durchs Labyrinth. Ach ja, stimmt. Scheiße, ich weiß nicht mal selber mehr, wie man hier durchkommt, aber egal. Sind wir? Ja. Nee, andere Seite, hier drüben. Hier ist der Eingang. Wo seid ihr denn alle? Ja, hier, du läufst ja immer vor. Ach so, ja, hier ist der Eingang. Ja, da standen wir doch gerade alle. Ja, gut, ich dachte, ihr seid auf der anderen Seite. Ich hab mich nicht umgedreht. So, gehen wir mal rein. Ich weiß aber selber nicht mehr, wie ihr durchkommt. Warum habe ich jetzt einen Sandblock? Ach, egal. Ich habe hier eine goldene Statue gefunden. Der Heilige Gral. Ja. Ach, Spinnweben, ich hasse sie. Wo müssen wir denn überhaupt ankommen? Na, du musst hier wieder raus können. Da ist eine Hackfresse. Hast du mich gerade als Hackfresse betitelt? Nein, da hinten, das Ding in der Ecke. Da ist die Hackfresse. Du bist hässlich. Egal. Scheiße, wie war denn das jetzt hier? Ich weiß es selber nicht mehr. Ach doch, ja, warte mal, hier. Scheiße, wie komme ich denn jetzt? Kacke. Mann, ich baue mir hier noch selber mein Grab, Alter. Von oben ist es einfach zu gucken. Ey, nicht von oben gucken, David. Das ist unfair. War falsch. Scheiße. Ja, hier hinten ist irgendwie ein Hebel, wo Jesse die ganze Zeit rumspielt. Ja, dann betätigt ihr den Hebel mal. Ja, weiß ich nicht, was richtig ist und was nicht.
Ja, warte mal, lass den mal so. Irgendwie so war das gewesen. Kommt man hier durch? Nee, scheiße. Ich sag ja, ich baue mir noch irgendwas. Alter, ernsthaft, was machst du denn hier? Ich baue mir noch mein eigenes Grab hier. Scheiße, wie kommt man denn hier raus? Ja, das ist der Sinn von Labyrinthen. Ich war auch immer sehr, sehr schlecht bei... Ich mach den Schalter jetzt nochmal nach unten, bleibt immer da. Ja. Weil... Jetzt hat er was zusammengeschoben, ne? Ah, ich glaub... Warte mal. Jetzt muss ich echt mal gucken. Irgendwo muss da eine Tür sein. Drück mal nochmal. Ja, mach ich. Nee. Oh, ich bin draußen. Ja, schön. Du bist ja auch über die Jarten da gegangen, über die Zäune. Nee, hier ist falsch. Muss man nochmal drücken. Alles Salat. Kann man das nicht wegfressen? Wie komme ich denn hier raus? Scheiße. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass der Schädel nicht weggeht. Der Schädel müsste rein theoretisch weggehen. Jetzt zieh ich selber hier oben hoch. Ich geh einfach durch den Eingang wieder raus. Ach, nee, ich weiß was. Jetzt kommst du durch. Warum hab ich hier einen Schädel hingemacht? Bin ich blöd. Ja, weil der Schädel stört, da kommt man hinaus. Richtig. Okay. So. Ich komm trotzdem nicht raus. Ja, doch, warte, ich rette dich, meine Heldin. So. Haben. Oh. Warte mal. So. Aber was man den Leuten natürlich auch zeigen sollte, sind diese Wandmalereien hier, ne? Wo sich die Geister nachts selber betätigt haben und Selfies gemacht haben. Ja, der sieht eher aus, als ob der gegen eine Wand geklatscht ist, aber läuft. Ja, ja, guck mal, mal in etwas ruhigere Gefilde, ne? Der Tempel. Oh, hast du mich gerade, ey, ich dachte, da kommt ein Zombie auf mich zu, alter David. Ey, ich bin so verpeilt gerade. Ey, auf mich zu spucken, du Mistvieh. Was mach ich aus dir? Betackt. So, ja? Das ist ja nur David, weil David hier immer alles angreift. Ja, Anni, ich würde sagen, du liest das mal vor, ne? Der verfluchte Tempel. Aus unerklärlichen Gründen wurden alle Mönche ermordet. Aua! Nur ihre Köpfe wurden dagelassen. Die Körper wurden nie gefunden. Niemand traut sie, sich die Köpfe zu entfernen aus Angst. Selbst zum Opfer zu werden. Oh! Scheiße, zu früh, jetzt sag ich. Mal sagen, hier ist der erste Mord passiert, ne? Fleischspuren. Wo gehen die denn hin? Ah, hier ist ein Kopf! Ah! Ich hab den ersten Kopf gefunden. Ja, dann gehen wir den Tempel erkunden, würde ich sagen, ne? Ja. Übrigens auch sehr schönes Bauwerk. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ich glaube, 2 Tage habe ich dran gesessen. Für das große Teil? Ja, für alles hier drum und dran insgesamt 6 Stunden ungefähr. Alter, ernsthaft? Ich habe ja für die Kirche alleine 5 Tage gebraucht. Gut, ich bin noch kein geübter Minecraft-Spieler, aber ist schon geil. Aber auch mit Liebe zum Detail hier, ne? Ja. Hier sind überall Blutspuren. Ah, schon wieder ein Kopf. Ja, ich sag ja, hier wurden viele, viele Morde begangen. Alle Mönche wurden abgeschlachtet. Tolan. Ja. Jetzt mal unter uns die Betschwestern.
Was hast du hier veranstaltet? Doch nicht. Vielleicht ist unser Gärtner ja verrückt geworden. Das hätte ich jetzt auch gesagt, aber jetzt mal ganz ehrlich. Oh, hier ist auch eine Schleifspur. Hier ist auch ein Mord passiert. Das ist ja ein Tatort über Tatort. Ja. Harry, hol schon mal den, fahr schon mal den Wagen vor. Aber hat auch eine friedliche Atmosphäre hier, muss ganz ehrlich sagen. Ja, entspannt richtig. Warte mal, ich genieß mal kurz. Viele, viele bunte Smarties. Ich genieße hier gerade und er singt was von den Smarties, ich glaube, takt. Oh, zu sehr entspannt. Hier ist der Kalligrafieraum. Hier ist auch jemand lang geschliffen worden. Ah! Oh, schon wieder ein Kopf. Also ich bin erschüttert. Die ganzen Mönche, alle kopflos. Ja, sind Blätter. Hier ist auch ein Mordpass. Ist der hier? Nee. Ah, da ist ja noch ein Kopf. Die armen Mönche. Komm, ich streichel dich mal. So. Läuft. Da ist ja noch. Was ist hier passiert? Das ist ein Fall für. Weiß ich nicht. Mulder und Scully und so. Sind hier UFOs gelandet? Tolania? Ja. Sind hier UFOs gelandet? Ich weiß es nicht. Bis jetzt ist es noch aufgeklärt. Hier war auch der nächste. War ein richtiges Massaker, muss wohl stattgefunden haben, ne? Ich werde mal ans FBI schreiben. Was ist passiert? Kannst du noch sprechen oder ist die das Stimmband auch weg? Nee, aber geil gebaut, muss ich sagen. Also hast du richtig geil gemacht hier. Ja, da soll der noch erweitert werden. Cool. Ja, ich denke mal, am Ende werden wir ja nochmal eine Komplettaufnahme machen aus der Luft und alles. Ja, mit Sicherheit. Damit ihr von oben natürlich, liebe Zuschauer, das alles schön seht. Nicht? Genau wie dieses mysteriöse Gebäude da oben. Da fahren wir aber gleich mal mit unserer Bahn vorbei, würde ich sagen. Jesse, ich würde sagen, du zeigst uns jetzt den Eingang zur Bahn, weil da ist ja mein Mobbing-Skelett. Kopf. Oder? Jesse? Hier, was ist denn das hier oben? Das waren die Privaträume der Mönche. Man kann auch die Mauer betreten, ne? Und das sieht man nachher natürlich von der Bahn sehr gut aus. Ghostbusters! So. Ja, ich leide halt schon so ein bisschen an Alzheimer, ich weiß gar nicht, wie die startet. Ja, warte, ich gehe gleich mit euch rein. Ich will hier auch mal kurz in den Tempel. Oben in die Privaträume, den Leuten auch zeigen. Ja, die Mönche waren ja gerade noch am Aufbau, ne, bevor sie abgeschlachtet wurden. Ja. Und da ist es jetzt wirklich daran herauszufinden, woran hat sie liegen? Wer war es? Waren es Aliens? Vielleicht hat sich ja jemand in der Mauer versteckt, glaube aber nicht, ne? Huch, komm nochmal runter. Huch. Okay. Hier war ich aber noch nicht drinne. Ja,
Ah, geil. Das ist ja geil. Er ist alles innerhalb der Mauer, ne? Ja. Das ist natürlich cool hier. Also, weit meine Informationen reichen, hatten die Mönche eigentlich geplant, hier noch einen Geheimgang zu bauen. Ja. Wie als Fluchtweg, ja, hätten sie den als erstes gebaut, ne? Ja. Kommt man hier nicht mehr raus? Ich frag mal. Achso, jetzt muss ich wieder zurück. Durch den Eingang. Okay. Und sie überholt Tolania. Ey! Ja, und sie nimmt die Kurven. Janzi lassen, Janzi schmeidig. Oh, das war ein Freeze gerade. Geil. Yeah! Wo ja, ist. Das war der mysteriöse Tempel. Cool gebaut. Respekt. Läuft bei dir. So, wo ist Jessie? Ach, da oben. Dann verfolgt mich mal. Ich weiß ja, wo der Eingang ist zur Bahn. Okay. Folge mir. Hi-ho, hi-ho. Ja, hier sind natürlich die ganzen Zombies, die vom Friedhof kommen, ne? Die Thales. Vielleicht war der Mord auch von Dr. Wu. Kann natürlich auch sein. Jo. Dann mal alle bitte hier eine Lore nehmen. Huch. Und hier vorne einsteigen, weil ich habe extra einen Holzklotz dahin gemacht. Wegen, weil die sonst immer weiterfährt, die blöde Bahn. Ja, hier haben wir natürlich noch, bevor wir jetzt losfahren hier, meine Mobi. Das hat Jesse gebaut. Voll geil. Der denkende Manfred von Höllania. Und dann habe ich natürlich. Der kann nämlich. Pass auf. Tolan ist doof. Völlig geil. Das hat Jesse. Kann man jetzt vor dem Block hier setzen? Hier hin, genau, hier vorne. Hier. Alle mal in eine Lore rein. Reinstellen und dann reinsteigen und einfach jetzt auf W drücken. Damit du vorwärts kommst. Wir können auch zusammenfahren, Tolania. Irgendwie geht das nicht. Jetzt. So, jetzt. So, nächste. Nächste. Oh nein. Penny weiß, will mich fressen. Ah, scheiße, meine Lore hat sich verabschiedet. Scheiße. Ja, die Sicherheitsbestimmungen in diesem Park sind echt unter aller Sau. Ja, das ist zum Kotzen. Boah, mit dem Gesicht durch ein Gesicht durch. So. Also nicht wundern, hinter euch ist noch eine leere Lore. Yay! Juhu! Yeah! Das ist gerade eben geil. Pennywise! Yay! Woo! Das ist auch ehrlich meine allererste Fahrt mit dieser Bahn hier. Ah, hier ist es mal mich aus, ja. Oh, hab ich mich gerade erschrocken wegen den Köppen hier. Yay! Woohoo! Ghostbusters! Woo! Yeeha! Wir zeigen es natürlich euch noch aus der Luft, denn alles, weil die Bahn fährt hier einfach nur jetzt um den Park rum. Nee, hier fährt gar nichts mehr.
Warum? Warum? Ja, und Rückwärtsgang. Ist wieder was abgebrannt da hinten? Jo, ich geh schon rein, nehmt. Jo, hier fehlt die Hälfte. Ja, ich fahr jetzt wieder zurück. Läuft bei uns? Das ist der sogenannte Vorführeffekt, liebe Zuschauer. Mensch, gibt's denn keine Bremse? Halt! Ja, ich fahr auch gerade zurück. Na, aber ich fahr so den zweiten Mal kurz. Wir machen das gleich nochmal alles von vorne, liebe Zuschauer. Denn ihr hört nun mal dazu, dass auch Sachen nicht funktionieren. Weil wir haben da leider hinten Gottes noch Lava und die brennt immer die Strecke ab. Deswegen ist das jetzt natürlich ein bisschen blöd. So, und jetzt bin ich hier irgendwie gerade abgestürzt. Ich hänge hier irgendwo. Ja. Ich muss mich jetzt mal zu irgendjemandem porten, weil ich hänge hier irgendwie mitten in einer Pampa. Ich komme hier auch nirgendwo raus. Seid ihr noch da? Ja. Gut. Ja. Warte mal. Komme ich jetzt raus hier? Ja. Ja, Strecke ist aber komplett. Ach man. Huch. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist ja so genannte Vorführeffekt. Sorry, Leute. Ja, das kommt davon, wenn die ganzen Bewohner und Mitarbeiter hier umgebracht werden, ne? Ja. Das ist natürlich blöd jetzt. Dann hier haben wir natürlich keinen mehr, der die Sachen wartet. Richtig. Mein Mann schubst mich durch die Gegend. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, Moment. Sorry Leute, ich muss mal kurz cheaten, weil ich komme hier ja nicht mehr raus. Aber ich will kurz was dazu sagen, also es gibt, wir sind ja drei Komponisten bei den Ärzten und drei Leute, die halt Song schreiben und dann gibt es dann halt bei den beiden, der eine Song schreibt. Aber da merkt man, ne, ist halt menschlich, kann mal passieren. Jetzt würde der ein oder andere natürlich sagen, das darf nicht passieren, natürlich darf das passieren, die gehört dazu. Jetzt machen wir das mal kurz hier wieder zacki zacki. Er kommt schon geil zur Geltung. Ja. Jetzt muss ich kurz mal nachbauen, sorry. So, nicht wundern im Hintergrund, mein Mann guckt gerade irgendeinen Beitrag über die Ärzte, weil die haben ja eine neue Platte rausgebracht, DVD, eine neue CD, besser gesagt. Hell, oder wie die heißt? Ja, so, jetzt haben wir natürlich ein Problem, jetzt ist meine Lore flöten gegangen. Trichterlore, nee, ist es nicht. Das war falsch. Die normale Lore. Gut. So, wir packen das hier wieder weg. So. So, wie gesagt, sorry Leute, kann halt mal passieren. So. Wir fangen nochmal von vorne an. Sonst ist das jetzt blöd. Dann würde ich da aber einen Cut machen. Richtig, ich mache einen Cut hier, Freunde. Sorry, das kann wirklich mal passieren. Wie gesagt, da hinten ist ein Stückchen von der Strecke, die halt ein bisschen doof ist. Da ist Lava und da brennt immer ein bisschen was ab. Deswegen machen wir morgen weiter. Sorry, wie gesagt, ist alles menschlich. In diesem Sinne, tausend Dank fürs Zuschauen. Zuschauern, ja, also ich hab's heute. Wenn man konfus. Zuschauen, vielen Dank fürs Zuschauen. Richtig. Danke fürs Zuschauen und wenn euch die Videos gefallen, unser Halloween Town bis jetzt gefällt, einfach ein Däumchen mit Träumchen da lassen. Wenn ihr Fragen habt, einfach drunter stellen. Ich gebe sie natürlich weiter an Tolania und David und Jesse. Ja, und wie gesagt, wir sehen uns morgen. Tschüss, tschüss.